Hallo ihr Lieben. Ja, heute habe ich meinen ersten Baby-Zeugs-Roll für euch. Ich weiß noch gar nicht, wie ich es nennen soll, denn ich war mit meiner Mutter shoppen. Und ja, wenn man eine baldige Erstmutter und Erstoma ja, einkaufen lässt, da kommt dann doch ein bisschen was bei rum. Aber wir haben uns auch zusammengerissen, finde ich. Ja, was ich so mitgenommen habe bei IKEA und bei Baby Walz waren wir noch drin, das zeige ich euch jetzt. Ich würde sagen, ich fange an mit IKEA und mit dem Größten von dem Ganzen hier. Und zwar, ich packe es jetzt auch noch nicht aus. Jetzt werde ich aber dunkel. Das ist so eine Kombinationsgeschichte aus verschiedenen Aufbewahrungsteilen, wenn ihr das sehen könnt. Ja, ich denke, das kennt aber so ziemlich jeder, der sich mit Baby-Videos, Hauls beschäftigt. Aber das dachte ich mir, nehme ich jetzt auch mal mit. Das hat, glaube ich, 10 Euro gekostet oder so um den Dreh rum. Das ist halt so ein Set mit verschiedenen Behältern, mit eben diesem Mülleimer und dann noch so ein paar so Schälchen, die man dann an die Wickelkommode dranhängen kann. Ich mache es aber noch nicht auf, weil ich noch gar nicht weiß, welche Wickelkommode ich im Endeffekt eigentlich dann haben werde. Und das ist mir danach erst aufgefallen, dass ich ja noch gar nicht weiß, ob das auch funktioniert. Deswegen bleibt jetzt noch zu, notfalls muss ich zurückbringen, aber ich fand die Idee ganz cool. Ich habe das Ganze bei der Isabo jetzt schon ganz oft im Video gesehen und ich fand es einfach praktisch. Also auch für eben so kleinen Kram da reinpacken oder halt wirklich dann Waschwasser oder ähnliches. Also ich fand es einfach gut und deswegen ja, musste das mal mit. Dann ebenfalls bei IKEA habe ich so ein Badetuch gekauft. Das nennt sich Elskat oder so ähnlich. Ja, diese IKEA-Namen sind immer Wahnsinn. Und ich fand es aber so goldig und ist halt so mit so einer braunen Ecke mit so kleinen Tüpfchen drauf. Und es ist einfach ein Handtuch, mit dem man sozusagen dann das Kind, da kommt der Kopf rein und dann das Kind einpacken. Und ich fand es einfach nur total goldig und ich glaube, das hat 5 Euro gekostet oder so. Also war jetzt auch nicht so teuer. Und hat mir einfach gefallen. Musste mit, deswegen... Ja, mein erstes Baby-Handtuch, ist ja nicht so, als hätten wir Handtücher, ne? Aber so eins mit so einer kuscheligen Ecke am Ohr oder am Kopf hatten wir noch nicht. Und deswegen, ja, das musste auch noch mit. Dann mein erstes Päckchen von diesen Mullwindeln, oder wie sagt man denn da jetzt eigentlich? Das, ja, habe ich jetzt auch mal mitgenommen. es sind Sterne drauf. Ich würde sagen, das ist schon Indiz genug, dass ich es haben musste, weil ich liebe halt auch wirklich so Sterne und so Tupfen und so, ja, diesen Beige-Ton mit, das ist jetzt so ein Grau-Beige dann noch mit diesen Sternen drauf. Fand ich mega goldig. Schön wäre es noch gewesen, wenn noch ein Tuch dabei gewesen wäre in so einem Braunton, aber okay, jetzt sind es halt 2 in so einem hellen Ton. Aber ich finde, die kann man immer gebrauchen und auch nie genug davon haben, würde ich jetzt mal behaupten wollen und deswegen... Musste das mit. Also das finde ich total süß. Ich freue mich da schon voll drauf. Ich kann ja mal eins aufmachen, weil ich habe es noch nicht mal aufgemacht. Die sind qualitativ, würde ich sagen, untere Klasse, denke ich jetzt mal. Aber das habe ich mir schon gedacht, als ich sie gesehen habe. Die sind sehr dünn. Es gibt wirklich so Spucktücher, sagt man ja auch dazu. Die sind total kuschelig, weich und dick vom Stoff her. Und das ist jetzt eher so ein dünnes, ich würde schon fast sagen, leinenmäßiges Baumwollmaterial. Also es ist Baumwolle, definitiv, habe ich das vorhin mal gelesen gehabt. Aber ist sehr dünn. Aber halt total schön von der Optik her. Und man kann es halt auch auf einem Kinderwagen drüber hängen, um so ein bisschen Sonnenschutz zu machen oder ähnliches. Also die Dinger kann man, glaube ich, nie genug haben. Also von daher, ich denke, da können alle Mütter meine Aussage gut unterstreichen, dass das definitiv... das gehört einfach dazu und das ist jetzt sind meine ersten 2 und mit Sternchen drauf fand ich einfach so süß und das durfte deswegen mit. Dann fand ich es sehr witzig, weil das habe ich bei der Anna Birdie letztens im Video auch gesehen. Die hat sich die nämlich auch gekauft und ich dachte mir nur so, ahaha, ja, wir bekommen beide einen Jungen, von daher ist diese Farbwahl gar nicht so ganz schlecht, würde ich sagen. Also da ist einmal wieder mit Sternchen in Weiß und Grau, also ganz toll der Klassiker. Dann hellblau mit Wölkchen drauf, also wenn das nicht mal vollgoldig ist. Und was das hier genau darstellen soll, ich denke, es sind Hasen, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist halt so ein Knallorange. Das gefällt mir jetzt am wenigsten, da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können mit dem Design, finde ich. Aber die anderen beiden sind so süß und ich glaube, das war wieder um die 5 Euro oder so. Und auch sowas, denke ich mal, ist nie verkehrt. Und ich finde auch gut, die haben halt hinten
so einen Klettverschluss. Das ist halt so eine Mischung aus Halstuch, Lätzchen, Schlag mich tot. Also die kann man auch einfach immer gut gebrauchen, einfach ein bisschen die Klamotten zu schützen. Und deswegen durfte Himmelsk, Gott, diesen Namen, ich sag's euch ja, Himmelsk? Irgendwie so, durfte das auch mit und ich find's total süß und freue mich schon total drauf, das da mal hernehmen zu dürfen. So, dann kommen schon die letzten beiden Teile von IKEA. Und zwar zum einen dieser wahnsinnig goldige kleine Elefant. Ich fand den so putzig. Da musste ich ehrlich gesagt auch wieder an Isabeau denken, weil ich glaube, sie ist so ein Elefanten-Junkie. Die mag das ja auch so gern. Hast du den schon mal gesehen? Weil ich finde den echt so goldig mit diesen kleinen Sternchen auf den Ohren und hinten ist es dann so braun. Also ich fand den so süß und der passt halt vom Farblichen her voll in mein Konzept. Also ich habe zwar jetzt kein Lila, aber grau und beige und so. Ja, und wie gesagt, ich bin so ein kleiner Farb-Junkie und deswegen, der musste mit. Der ist einfach so süß, ich freue mich schon voll drauf. Ja, da war noch hinten so eine riesen Lasche dran, wie der hieß. Ich habe schon abgeschnitten, weil ich ihn schon gewaschen habe. Aber der war echt so günstig und so süß. Und auch Baumwolle und ist der nicht einfach nur knuffig? Ganz ehrlich? Der ist doch voll goldig. Ja. Also das ist das erste Mal, dass ich so ein bisschen ausgeartet bin. Also bis jetzt habe ich ja noch gar nichts gekauft gehabt. Und es war jetzt das erste Mal, dass ich wirklich einkaufen gegangen bin. Unter dem Aspekt, ich nehme vielleicht auch was mit für mein Baby. Und hat aber voll Spaß gemacht. Also es war jetzt alles nicht so ganz schlimm teuer und deswegen ging es schon. Aber ja, es war echt total toll. Und das durfte übrigens auch mit. Das letzte Teil jetzt von IKEA. Das ist dieses wahnsinnig süße Büchlein. Ich finde diese Bücher allgemein toll. Die kann man auch, finde ich, immer super verschenken. Weil man kann sowas immer brauchen. Also das legt man einfach in den Kinderwagen rein oder irgendwie, was weiß ich, zum Angucken später mal. Das können die ganz Kleinen schon einfach nur so zum Greifen üben hernehmen. Da sind halt immer so bestimmte Sachen dann dran. Da ist hinten ein Spiegelchen. Das finden Kinder meistens auch total interessant. Also ich fand es einfach nur total hübsch gemacht. Also da vorne drauf mit diesem Schäfchen. Dann haben wir hier halt so ein bisschen Bauernhofthema mit Kühe. Dann hier eine Maus, die versteckt ist mit so einem Raschelpapierchen. Dann so eine ganz weiche Katze, die man streichen kann. Dann muss man hier halt dann noch was reinlegen, da könnten sie danach tauchen. Also das ist einfach so süß gemacht und hier der Klassiker noch zum Quietschen. Also ich finde, da ist auch alles drin, was so ein Büchlein braucht und es ist wirklich sehr schön gemacht. Also ich denke, für ganz Kleine ist es eh noch zu früh, aber für später, wenn sie dann mal so ein bisschen aktiver werden, dann ist es einfach voll putzig. Ich habe gerade gemerkt, ich habe noch zwei Teile von IKEA, also es hat gar nicht gestimmt. Und zwar zweimal Kissenbezüge, die ich jetzt auch fürs Kinderzimmer mitgenommen habe, weil ich diese Farben so extrem gut passend fand. Also dieses dunkle, grünliche und beige und grau, das ist halt genau so, wie ich mir jetzt momentan so mein Kinderzimmer von der Einrichtung vorstelle. Mein Kinderzimmer, ja. Sein Kinderzimmer. Und deswegen durften die jetzt mit. Schon mal, weil ich mir gedacht habe, Kissenbezüge brauche ich sowieso. Und deswegen, ja, die durften noch mit, die waren noch gar nicht so billig, aber da weiß ich den Preis echt nicht mehr, weil ich weiß, dass sie nicht günstig waren. So, und dann kommen wir zu Kinder-Baby-Klamotten, weil ich habe mit meiner Mutter bei Baby Walz noch ein bisschen geshoppt. Und da waren halt viele Sachen jetzt im Sale. Und ich fand es unglaublich schwierig, muss ich sagen, Kinderklamotten zu kaufen, weil ich ja noch gar nicht weiß, wie groß der Kleine wird. Und da ist das echt so ein bisschen ein Eck, immer so zu überlegen, ja, also Moment, jetzt im Herbst kommt das Kind, dann ist er wahrscheinlich so und so groß und dann müsste er im Frühling so und so groß sein. Ich finde das total schwierig, ehrlich, total schwierig. Deswegen haben wir uns jetzt auch wirklich auf ein paar Kleinigkeiten beschränkt und nicht zu viel eingekauft, weil ich mir gedacht habe, nee, ich glaube, das mache ich echt, wenn der Kleine dann da ist. Dass ich wirklich vielleicht noch was einkaufe, weil ich werde jetzt dann eher so auf Flohmärkte rumtingeln, weil ich das eigentlich auch mal ganz gut finde. Oder diese Kinderbazar-Sachen, also das finde ich immer ganz cool. Aber jetzt ein paar Kleinigkeiten für den Anfang. Ich zeige es euch einfach mal. Also zum einen habe ich von Joha, keine Ahnung, ich kenne mich mit Babymarken leider noch nicht aus, so wunderschöne kleine Schüchchen. Die haben zum Beispiel jetzt die Größe 60 bzw. 56, 62, also so um den Dreh rum. Und ich weiß nicht,
Also ich denke schon, dass ich den Winter jetzt dann anziehen kann, also so bis zum Frühjahr. Denke, hoffe. Könnt ihr mir gerne mal eure Erfahrung da lassen. Wie gesagt, ich habe da noch nicht so wirklich viel. Nee, ich habe keine Ahnung. Aber ich fand sie nur total süß und die waren jetzt auf 5 Euro reduziert von 14 Euro. Und das ist halt so ganz weich und mit so einem schönen Material gemacht. Also ich fand die einfach nur total süß und passt einfach zu allem in Beige. Deswegen, die mussten definitiv mit. Dann stehe ich ja schon sehr auf Grau und finde für Jungs das Grau halt einfach toll. Fand die jetzt schon ein bisschen teuer, aber ich konnte nicht anders. 10,50 Euro und zwar für ein Mützchen von der Marke Maximo. Ja, die ist einfach auch total süß, finde ich. Das ist so ein bisschen norwegermäßig irgendwie vom Style her. Und die ist halt jetzt nicht ganz dick gefüttert, aber schon doppelt, also schon ein bisschen wärmer, würde ich sagen. Also für den Herbst und vielleicht dann wirklich für den Frühling. Ich weiß noch nicht, wann der Kopf reinpasst. Ich habe, wie gesagt, keinen Plan. Das war aber die einzige Größe, die noch da war. Die kleinste, die ist es 39. Also wie gesagt, freue mich total über eure Erfahrungen. Bitte gerne her damit, dass ich da mal von euch vielleicht ein bisschen lernen kann, weil ich stehe da immer so rätselnd vor den Klamotten und denke mir immer so, irgendwie sieht das so groß aus oder irgendwie sieht das so klein aus und ich kann es mir mal gar nicht vorstellen. Deswegen ja. Dann, da war ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt für Jungs und für Mädchen oder ob das eher für Mädchen sein sollte oder auch nicht. Ich habe es trotzdem mitgenommen, weil es ist grau. 8,50 Euro statt 17 Euro von Fixoni Baby Tails. Es ist einfach ein graues Jäckchen mit so Flecken drauf. Aber ich denke, das kann doch auch ein Junge gut anziehen. Und das ist relativ groß. Das ist 62, also ich denke im Frühling dann, oder? Wie gesagt, ja, mit eurer Meinung, mein Baby kommt im November. Wann auch immer, weiß man nicht so ganz, aber eigentlich Mitte November. Also wie gesagt, das musste auch, das sieht zwar so groß aus, ich finde das Wahnsinn. Wie gesagt, kein Plan, nachdem das Ganze jetzt noch in meinem Bauch rumwurzelt, ist es gerade noch ein bisschen schwierig, das einzuordnen. So, dann unglaublich goldig und ich stelle mir das ehrlich gesagt schon so ein bisschen vor für Weihnachten, für Heiligabend oder so. Und zwar für 17,50 Euro statt 30 Euro von der Babywalz Eigenmarke scheinbar ist das, oder? Nee, Quatsch, ich weiß es echt nicht. Joha, wie gesagt, wieder Joha. Jetzt geht gerade die Sonne weg. Dafür hocke ich jetzt im Neonlicht. Also das ist definitiv einfach nur was total Goldiges mit Bäumchen drauf, dann so kleinen Tierchen, so ein Bauernhofhäuschen. Also alles wieder so ein bisschen norwegermäßig. Und das ist halt einfach so ein kleiner Strampler, den man wirklich auch bis zu den Beinen aufmachen kann. Der Reißverschluss endet nämlich hier unten am Bein. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass da keine Söckchen noch dran waren. Das hätte ich dann perfekt gefunden für zu Hause, wenn dann noch die Füßchen eingepackt wären. Aber trotzdem, ich fand den so süß. So goldig. Und das ist jetzt zum Beispiel die Größe, wo steht sie dann? 56. Also wie gesagt, er ist ja dann Weihnachten ungefähr einen Monat alt. 1,5, 2, je nachdem. Also da könnte es doch funktionieren. Also, finde ich, sieht auch ziemlich groß aus, aber keine Ahnung. Also, aber so süß. Gott, ich sag's euch, ich habe dann so einen kurzen Flash gehabt im Laden, wo ich mir dann so vorgestellt habe, dass es anhat. Und da geht einem echt so das Herz auf, das ist irre, das Gefühl, das ist so irre, da freut man, das ist so ein Überfreuen, das ist so, oh, ich kann das nicht erklären, das ist ganz, ganz, ganz irre. Ja, und das ist definitiv jetzt fürs Krankenhaus. Ich fand's so toll. Jetzt gucken wir mal, das ist regulär für 15 Euro, das heißt, das ist auch nicht reduziert, das ist Größe 50, 56, also wirklich eigentlich für ein Neugeborenes. Und ich dachte mir eben für aus dem Krankenhaus. Ich finde es so süß. Also wie gesagt, mit diesem ganzen Tierchen drauf. Das ist so ein ganz schönes Material. Ich weiß gerade nicht, auch Baumwolle, glaube ich. Es ist ein Strampler mit Füßchen bis unten. Das finde ich halt, wie gesagt, total toll. Und kann man auch hier aufknöpfen und oben aufknöpfen. Und innen drin ist halt dann noch so ein Pulli. Also das ist halt so ein Pulli-Oberteil. In Beige. Also ich fand das so goldig. Und ich denke, fürs Krankenhaus ein so ein Teilchen, was halt wirklich richtig hübsch ist, wollte ich jetzt einfach haben. Und meine Oma, also meine Mutter, seine Oma, die hat da sozusagen einmal die Spendiosen angehabt. Da sage ich dann natürlich nicht nein. Also ganz ehrlich, ich finde es goldig. Es ist zwar jetzt überhaupt nicht mein Farbschema mit Grau und so, aber ja, ein bisschen schon. Aber es ist einfach nur goldig. Deswegen
musste das auch noch mit. Und das war's jetzt, ihr Lieben. Ihr habt's überstanden. Nee, also ich war wirklich im siebten Himmel. Also ich habe letztens gesagt, ich habe noch nichts eingekauft. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich shoppen war für den Kleinen. Und hat mir mega Freude gemacht. Also ich muss gestehen, es ist schon mal schön, was einzukaufen. Ja, ich finde, wenn man so auf Sale guckt und einfach so ein bisschen auf Rabatt schaut, ich denke, da kann man sich echt viel Geld sparen. Oder halt eben, wie schon gesagt, so wirklich Kinderflohmärkte, weil ich denke mir, die Sachen wurden ja zum Teil nicht ganz wirklich oft getragen. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass die Kinder so Sachen ja vor allem die Anfangsgrößen vielleicht 2 Monate anhaben, ich denke nicht recht viel länger, dann ist das, finde ich, einfach, ja, bestimmt nicht unbedingt so runtergetragen oder so. Deswegen werde ich da garantiert auch noch mal ein bisschen shoppen gehen. Also wenn euch das interessiert, was ich auf Flohmärkten kaufe, keine Ahnung, sagt mir gerne mal Bescheid in den Kommentaren, ob ich dann da auch Videos drehen soll dazu. Und ansonsten, wie gesagt, waren das jetzt meine ersten Babysachen. Ach, ihr merkt, ist für mich noch Neuland. Es ist einfach so und ich freue mich aber mega und ich finde das total knuffig alles. Und ja, wie gesagt, das ist immer so Kopfkino, wenn man sich dann so vorstellt, dass das eigene Kind dann damit spielt. Ich freue mich. Und jetzt höre ich auf zu quasseln, weil sonst werde ich euch noch langweilig. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen, mein erster Baby-Haul. Und ja, war nicht so ganz wenig, finde ich. Und mal gucken, wie es jetzt weitergeht mit meinen Baby-Einkäufen. Ich werde euch, wenn ihr wollt, auf den Laufenden halten, wie gesagt. Und dann wünsche ich euch jetzt allen einen ganz tollen Tag. Würde mich mega über Däumchen freuen, wenn euch das Video gefallen hat und eben Kommentare. Und dann sehen wir uns, hoffe ich, beim nächsten Mal wieder. Tschüss!